Also, mein Deck ist dick. Mein Deck ist richtig dick. So, Leute, ihr habt vor ein paar Wochen gesehen, ich habe meine Level 1 Judge Box bekommen. Und in dieser Level 1 Judge Box waren zwei Deckboxen drin. Eigentlich drei. Aber die einen haben wir so oft getestet, die will ich gar nicht mehr testen. Und da steht einfach nur Judge Academy drauf. Das ist der fancy Stuff dabei. Und ja, gucken wir uns mal an. Und zwar sind das von Legion Deckboxen. Legion, ein Hersteller für, naja, okay Qualität, aber zu einem sehr günstigen Preis. Also die Qualität ist nicht so gut wie bei anderen Herstellern, aber der Preis ist sehr viel günstiger wie bei anderen Herstellern. Was in Referenz für den Preis sehr gute Boxen erschafft. Und ja, hier sehen wir schon, wir haben eine Box vor uns. Das ist die Sentinel 100 Double Sleeved Karten. Das werden wir auch noch testen. Gerade mit den Dragon Shield Inner Sleeves, die Sealable im Commander. Ich muss meinen Commander-Deck gleich eh noch rausholen. Dementsprechend, ja, gucken wir uns das mal an. Hier haben wir die Box. Ich habe die noch nicht angeguckt. Und, Das Material ist fancy, aber ich weiß nicht, was es will. Ich weiß nicht, was dieses Material von mir will. Es fühlt sich. Es will kein Kunstleder sein, aber es will so Haptik haben wie Kunstleder. Riecht auch noch nichts. Okay, das ist die Deckbox. Von außen sehr schön genäht. Nähte sind wirklich, wirklich sauber. Oh mein Gott. Hier das Emblem drauf. Das ist ganz cool. Gucken wir uns an, was wir. Was? Entschuldigung. What? Entschuldigen Sie. Was ist denn hier passiert? Wir haben die Deckbox. Uns mal hier. Komische Folie ab. Silizium Packs. So geil. Und ja, wir haben erstmal, also das ist. Wir haben hier zwei Magnete. Und hier zwei Magnete. Und diese Magnete, die sind strong. Also, ich will gleich mein Deck mal da reintun, aber die sind strong. Gerade auch, weil hier so eine Kante ist. Und diese Kante direkt hier unter diese Kante greift, wodurch tatsächlich auch hier so ein Auf. Ding. Also es ist wirklich schwierig, das aufzubekommen. Und das wirkt, als könnte ich da mein Ojutai drin verstauen. Genau, das ist die Deckbox. Hier haben wir ein Compartment für Token wahrscheinlich und hier für die 100 Karten. Es wirkt zumindest so. Ich werde mal kurz das Deck holen. Denn wie ihr wisst, ich besitze nur ein Commander-Deck. Das ist mein Ojutai-Commander-Deck. Und das. Wow. Wow. Was? Okay, ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass es nicht passt und dass wir hier irgendwas anderes reinmachen müssen. Weil, wenn ich jetzt mal angucke, hier meine Sleeves, das sind die Smoked, aber das sind die Smoked mit Lasche. Und es sind Foils. Also, mein Deck ist dick. Mein Deck ist richtig dick. Und das passt hier rein. Das ist krass. Und ich habe sogar noch. Kann ich das? Ich habe hier noch Luft. Was ist das denn? Die wirkt so unscheinbar. Die wirkt halt so klein und flach und süß und die ist riesig. Also hier dann noch die Tokens rein und so weiter. Und das Deck hier rauszuholen, das ist ja. Das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum. What the freaking. Oh mein Gott. Ja, und dann haben wir hier noch an dem Compartment Platz für Tokens. Und zwar nicht für wenige. Auch da passen. Ja, machen wir mal. Voll. Sag ich mal. Ja, machen wir mal voll. Einiges an Tokens rein. Aber die sind ein bisschen schwerer rauszubekommen. Also da fehlt hier vorne diese Lasche. Die man auch hätte einbauen können. Also hier hätte auch eine kleine Lasche sein können, dass man hier auch noch greifen kann. Die hätte nicht so tief sein müssen wie die hier hinten. Aber sie hätte zumindest eine kleine Lasche sein können. Das wäre gut gewesen. Uff. Das ist eine gute Deckbox. Also Legion Sentinel für Commander-Spieler ist eine gute Deckbox. Ich bin ein bisschen baff. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man hier sein 80-Karten-Legacy-Deck und hier sein Sideboard reinmacht, wenn man ein bisschen Luft haben will in seinen Decks. Ja, ich bin baff, krass.
Das ist eine gute Deckbox. Wir gucken uns mal die zweite von Legion an. Das ist der Continental. Also die Deckbox ist ein bisschen groß für mein aktuelles Setup. Also, extremely durable box. Luxurious Fallen, also falsches Leder. 1000 double sleevede Karten. Power of Magnetics und Soft Inners. Das ist ja, erinnert mich so ein bisschen an den Super Hive von Ultimate Guard. Und gucken wir uns das Ganze mal an, wenn wir den hier aufmachen. Ah, okay, es ist wirklich so ein Leder. Krass. Hauen wir den mal hier raus. Oh. Jo. Ich guck mal, ob ich ein bisschen rauszoomen kann. Ist nicht so ideal, aber ich bin ein bisschen rausgezoomt. Das ist der Continental. Auch hier, oh, powerful Magneten. Wirklich powerful Magneten. Und auch hier so eine 1, 2, 3. Okay, die sieht man wirklich fies, diese Magneten. Aber hier sind auch vier Magneten drin und im Deckel sind hier auch 1, 2, 3, 4 Magneten drin. Und auch hier haben wir diese Kante, die hier unten eingreift, wodurch das Ding nicht wirklich aufgeht. Oh, ich habe den Schütteltest vergessen. Das mache ich gleich noch. Wenn nicht, erinnere mich mal dran. Dann mache ich es als Short-Video oder als Instagram-Story oder so. Ich bin gut da drin. Ich bin ein Influencer. Nein, Spaß. Ah, wait, das ist so ein Deckel. Okay. Es ist ein komplett abnehmbarer Deckel. Aber im Gegensatz zu anderen Herstellern, die das machen, würde ich das hier nicht als Playmat empfehlen. Und die Innerseite auch nicht, weil die hat ja diese Kanten. Das ist nicht so geil. Also, ich finde diese abnehmbaren Deckel bis zum gewissen Grad ganz nett. Aber das hier ist irgendwie... Nee. Also den Deckel muss ich nicht abnehmbar haben. Es gibt Leute, die mögen das. Und, ja, stimmt. Durch diese Kante, die wir da jetzt drin haben, ist es auch nicht möglich, den so zu machen. Sondern, wenn wir diese Kante nutzen wollen, um den aufzubocken, ja, müssen wir den mit so einer Hohlkehle aufbocken. Das funktioniert aber erstaunlich gut. Ist aber nicht so stabil, wie man denkt. Also wenn ich hier ein bisschen Druck ausübe, zack, ist der im Arsch. Ihr seht, ich prüfe den Kram immer auf Herz und Nieren. Dementsprechend, ich muss den nicht abnehmen haben. Wenn euch das gefällt, bitte, ich mag's nicht. So. Gucken wir uns mal das Interne der Box an. Haben wir noch ein bisschen die Karten hier rumliegen. Das funktioniert ganz gut. Die haben auf jeden Fall eine Menge Platz da drin. Sogar eine wirkliche Menge Platz. Könnte man doch fast schon schauen, ob man da nicht einen Boulder reinschieben kann. Werde ich jetzt gleich mal tun. Sekunde, Boulder. Ich habe einen Boulder. Und der Boulder, der passt da rein. Das ist ja der Shit. Das ist wirklich geil. Und genau, ich habe jetzt auch die Leasenbox, wie gesagt, die teste ich euch jetzt nicht, weil die, ja, will die jemand von euch haben? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob die jemand von euch haben will. Und wenigstens einfach, ich will die Box haben oder so. Ich werde dann unter den Kommentaren einen raussuchen, werde den randomisen und werde die Box verschicken, wenn die haben. Weil das ist so eine billig Plastikbox, da steht einfach nur Best Pizza in Town, Pizza Time. Die will witzig sein. Ich gebe euch eine Woche. Ich finde die nicht geil. Egal. Boulder passen auf jeden Fall rein. Ach ja. Und die natürlich auch. Aber das finde ich ganz cool, dass die Boulder reinpassen. Das heißt, man kann hier wirklich auch schön die Boulder mit reinsetzen. Auch hier mit dem Abgesenkten hier an der Seite. So kann man dann auch schön reingreifen. Ich glaube halt, dass es schwierig ist, wenn man hier an der Seite ist. Weil da kommt man nicht so gut dran. Es sei denn, es sind 100er Boulder. Und genauso glaube ich halt, wenn man hier normale Karten reinstapelt, dass die halt hier drin echt ein bisschen verloren sind. Also die Karten wirken hier drin einfach nicht glücklich. Alleine. Also in Bouldern ja, aber nur um Karten drin zu stauen, ohne Deckbox oder sowas. Nee, finde ich nicht. Nee, da fehlt mir was. Da finde ich den Sentinel wirklich geiler. Wenn ihr jetzt natürlich eine große Box haben wollt, ist das natürlich nice. Wenn es nur eine kleine sein soll, eher nicht so. Jetzt packen wir hier mal alles wieder zusammen. So, ich habe ein paar Karten innen, ein paar Karten außen. Das ist halt insgesamt das Commander-Deck.
Das geht nicht. Nee, keine Chance. Geht nicht auf. Schade, dass ich die Boxen beide nicht benutzen kann. Ich habe keine Verwendung dafür. Aber es sind wirklich gute Boxen. Also diese Box für Commander-Spieler ist der Shit. Also bin die ganze Zeit überlegen, ob ich die jetzt Commander-Deck jetzt benutze, als Commander-Deck-Box. Aber ich habe halt eine andere, die ich lieber benutze, weil da eine Powerbank dabei ist. Die passt hier nicht rein. Aber, also, das ist eine geile Box. Und der Continental ist halt eine große Box. Die man halt auch sehr, sehr gut benutzen kann. Also, wenn ihr dafür Verwendung habt, genau diese Sachen zu machen, wirklich coole Box. Gefällt mir sehr, sehr gut. Macht wirklich auch Spaß, damit rumzuspielen. Material ist gut. Hände stinken nicht danach. Ich bin sehr zufrieden mit Legion. Ich kenne von denen nur diese komischen mit der Dragonhide, dieses rosa Ding. Und das war Schrott. Und das hier ist okay. Sogar sehr gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit ich weiß, dass ich wieder mehr Reviews machen muss. Ich muss nämlich mehr Reviews machen, wurde mir gesagt. Aber ich brauche die Motivation dafür. Deswegen, wenn ihr das Video liked und auch vielleicht teilen könntet, wäre das super, super nett. Zeigt es den anderen Leuten, die vielleicht diese Box haben wollen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ob ihr seht. Ciao, ciao.